Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir wieder mal die besten AppSumo-Deals für September 2022. Für alle, die neu sind auf diesem Kanal und AppSumo noch gar nicht kennen, AppSumo ist eine Plattform, wo man Software und Tools stark vergünstigt für einen kurzen Zeitraum kaufen kann. Eben Lifetime-Deals, also einmal bezahlen für immer nutzen. Hier gibt es eben viele Produkte bzw. viele Tools rund um Online-Marketing etc. Und auch ich shoppe regelmäßig auf AppSumo und stelle dann immer die besten Deals jedes Monat oder jedes zweite Monat hier auf diesem Kanal vor. Ja, alle Deals, die ich jetzt in diesem Video vorstelle, sind natürlich wieder unter dem Video verlinkt. Also ich verlinke dir nicht nur AppSumo unter dem Video, sondern konkret genau die Deals, die ich in diesem Video vorstelle. Ich würde aber sagen, reden wir gar nicht lange herum und starten wir gleich los mit Deal Nummer 1. Ja, Deal Nummer 1 ist Adline. Das ist ein Deal, den habe ich mir tatsächlich gekauft vor, ich weiß nicht, waren es 3 Wochen, vor 5 Wochen, keine Ahnung. Ich habe es dann ausprobiert und habe gedacht, okay, den Deal stelle ich vor im nächsten Video. Und zwar ist das ein Deal für bezahlte Werbekampagnen, also PPC, für alle, die eben Facebook-Ads schalten, Google-Ads schalten und auch YouTube-Ads etc. steht auf der Roadmap. Oder natürlich auch Instagram-Ads und so weiter. Ist ja eigentlich nicht so das Thema auf meinem Kanal. Bei mir geht es ja eigentlich immer um organischen Traffic-Aufbau. Ich persönlich bin auch nicht der Experte für Werbekampagnen, nicht der Experte für Pay-Per-Click. Aber ich habe ja selber mehrere Projekte laufen, also vor allem Affiliate-Projekte, also andere Seiten, die über Affiliate monetarisiert sind, wo das eigentlich über organischen Traffic läuft. Aber ich hatte da jetzt eben ein Affiliate-Produkt, wo ich mal getestet habe, ob ich einen positiven Return of Investment erzielen kann, auch über bezahlte Werbung auf eine spezielle Landingpage. Dafür habe ich mir das Tool eigentlich für mich persönlich gekauft. Und das Coole ist halt bei diesem Tool, bei Adline, denn jeder, der schon mal probiert hat, eben Werbeanzeigen zu erstellen im Facebook Werbeanzeigenmanager oder auch bei, also über die Google Ads und so weiter, der weiß, dass diese Oberflächen relativ komplex sind. Und was dieses Tool macht, ist, du kaufst dir dieses Tool, meldest dich an, verbindest die Plattformen, also zum Beispiel deinen Google Ads Account, deinen Facebook Account und so weiter, also da, wo du eben Werbung schalten möchtest. Und dieses Tool vereinfacht einfach den Prozess, einerseits um Werbeanzeigen zu erstellen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass du dann eben ja gute Statistiken bekommst, Einsichten bekommst, wie gut die Werbung performt und so weiter. Und du bekommst dann natürlich auch Vorschläge und Möglichkeiten, wie du Werbekampagnen auch gezielt verbessern kannst, damit du eben ja mehr Klicks rausholen kannst zum eingesetzten Werbebudget. Eventuell, wenn das jetzt noch mehr Leute interessiert, kann ich zu dem Tool auch ein eigenes Video machen. Ich habe das vorerst nicht geplant, weil das eben nicht so das Thema auf diesem Kanal ist. Wie gesagt, hier geht es normalerweise um organischen Traffic-Aufbau und so weiter, aber natürlich auch um Online-Business, aber wie gesagt, ein PPC-Experte bin ich nicht. Aber mit diesem Tool ist es auch mir gelungen, dass ich einfach eine Werbekampagne starte, auch über mehrere Plattformen und dass ich auch gute Analytics bekomme und auch Möglichkeiten, wie ich diese Anzeigen verbessern kann etc. Und ja, das ist wirklich einfach. Also du loggst dich ein, es ist ein wunderschönes Dashboard, du kannst dann eben Facebook, Google etc. verbinden, bekommst dann hier auch die Übersicht. Und ja, also eine gute Sache. Das geht auch noch viel weiter, also so mit Traffic Flow, Pixel und so weiter. Aber da möchte ich lieber die Experten sprechen lassen. Jedenfalls für mich war es ein Tool, das mir Zeit gespart hat. Denn wenn ich diese Werbekampagne, die ich da jetzt geschalten habe, wenn ich die jetzt manuell irgendwie immer ja selbst erstellen hätte müssen mit den Oberflächen der Werbeanbieter, also mit der Oberfläche von Google Ads, mit der Oberfläche des Werbeanzeigenmanager von Facebook etc., dann wäre ich total überfordert, also nicht überfordert gewesen, aber ich hätte einfach viel mehr Zeit gebraucht. Und mit Adline ging das super einfach und es hat auch so ein bisschen Spaß gemacht, denn ansonsten, ich habe natürlich auch schon früher hin und wieder mal gewisse Werbekampagnen gestartet, aber das war für mich immer so, ja, eine Tätigkeit, die mir keinen Spaß macht, weil das eben so eher kompliziert ist und dann auch mit den Statistiken alles eher so ein bisschen unübersichtlich. Und dieses Unübersichtliche wird eben durch Adline rausgenommen. Also ein cooler Deal, kann ich nur empfehlen. Ich habe hier nur Tier 1 genommen um $59 Lifetime. Wie gesagt, der Deal ist unter dem Video verlinkt. Damit kann ich mir sogar eben 2 Sub-Accounts erstellen, 5 User und Unlimited Ad Spends und du kannst natürlich auch so viele Accounts verbinden, wie du möchtest. Also für mich war das völlig ausreichend, das wird für die meisten völlig ausreichend sein,
außer für die, die eben diese Dienstleistung für Kunden anbieten und da eben eine coole Plattform suchen, über die sie auch das Erstellen von Werbeanzeigen für Kunden vermarkten. Die sollten vielleicht zu einem höheren Plan greifen, aber für die meisten sollte sonst, wie für mich eben auch, dieser License Tier 1 ausreichend sein. Aber natürlich, wenn du Inhaber einer Performance-Marketing-Agentur bist oder das aufbauen möchtest oder diese Dienstleistung für Kunden anbieten möchtest, dann eher License Tier 2 oder License Tier 3. Wie gesagt, bei AppSumo kannst du ja auch immer bis zu 60 Tage ohne Grund mit einem Klick deinen Deal wieder stornieren. Eine gute Sache, wie ich finde. Also wenn du in dieser Thematik drin bist, dann solltest du Adline nicht verpassen. Deal Nummer 2 mache ich jetzt extrem kurz, denn Deal Nummer 2 habe ich schon im letzten AppSumo-Video vorgestellt. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht und einen ausführlichen Beitrag auf meiner Webseite auf robert-leitinger.com. Ein Testbericht zu Neuron Writer, aber ich muss den Deal nochmal reinbringen. Er ist nämlich nur noch bis 30. September erhältlich. Also hier steht Offer Ends in 10 Tagen. Dieses Video nehme ich jetzt auf, gerade eh am Abend. Also ich werde das vielleicht in ein oder zwei Tagen erst veröffentlichen. Dann werden es vielleicht noch 6, 7, 8 Tage sein, dass Neuron Writer erhältlich ist. Für alle, die das jetzt auf meinem Kanal noch nicht gesehen haben, ich verlinke dir natürlich auch das Video zu Neuron Writer und auch meinen ausführlichen Testbericht zu Neuron Writer. Aber ich muss ihn nochmal erwähnen, denn Neuron Writer war tatsächlich der Top-Deal, den ich dieses Jahr gekauft habe. Ich bin überglücklich, dass ich diesen Deal gekauft habe und ich möchte es jetzt nochmal erwähnen für alle, die den Deal eben noch nicht gekauft haben und selber eben Blogger sind, im Content-Marketing, im Content-Business sind und so weiter. Die würden es bereuen einfach, wenn sie Neuron Writer nicht kaufen. Was ist Neuron Writer? Neuron Writer ist eben eine Alternative zu dem sehr bekannten SEO-Tool Surfer SEO. Das ist eben ein Tool, das dir dabei hilft, deinen Content zu verbessern. Denn wie wir alle wissen, der so ziemlich wichtigste Faktor für Ranking ist, dass man eben den relevantesten und besten Content erstellt. Und genau dabei hilft der Neuron Writer, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen. Neuron Writer analysiert die rankende Top 10 zu einem Keyword, also eigentlich die rankende Top 30, aber du kannst dann selber auswählen, welche Inhalte analysiert werden sollen. Und der analysiert eben, wie gesagt, die Inhalte, die bereits zu einem Keyword ranken. Aber wirklich die Inhalte, also nicht jetzt die Webseiten, was man von allen SEO-Tools kennt, dass man sagt, okay, der Domain-Ranking, Autorität der Webseite und so weiter. Nein, darum geht es nicht, sondern um die Inhalte. Was haben die geschrieben? Welche Zwischenüberschriften haben die? Welche Longtail-Keywords? Welche ergänzenden Keywords? Was haben die alles drinnen in ihren Content? Ein NLP-Tool, also Natural Language Processing und so weiter. Also, dass du einfach deinen Content optimieren kannst. Da ist so ein Content-Editor dabei, auch mit AI-Writing-Tool integriert, das ich aber weniger nutze. Aber dieser Content-Editor mit diesen Vorschlägen von der rankenden Konkurrenz ist einfach Gold wert, wenn du optimierten Content, SEO-Content erstellen möchtest. Alle weiteren Infos zu diesem wirklich großartigen Tool, zu dem besten Deal des Jahres bis jetzt, wirklich, findest du unter dem Video. Gut, der nächste Deal, den habe ich ehrlicherweise nicht gekauft, GoZenForms. Ist halt eben so eine Typeform-Alternative. Der Grund, warum es ich nicht gekauft habe, ist einfach, weil ich eben einen ähnlichen Deal bereits auf AppSumo gekauft habe. Aber ich weiß, dass dieser Deal für viele Leute interessant sein könnte und deswegen nehme ich ihn jetzt auch in dieses Video mit auf, auch ohne, dass ich ihn gekauft habe. Der Deal hat auch Top-Bewertungen und ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig großartig ist. Also ich habe mir tatsächlich nur so die Webseite mal durchgesehen, die Features durchgesehen. Man kann auf der Webseite auch einiges ausprobieren. Worum geht's da bei GoZenForms? Wie der Name schon sagt oder wie ich schon gesagt habe, eine Typewriter-Alternative, Typeform-Alternative. Du kannst eben Formulare erstellen. Und diese kannst du in deine Webseite einbinden. Das klingt jetzt völlig unspektakulär. Jeder würde sagen, ja gut, für WordPress gibt es auch 100.000 Formular-Plugins. Ja, aber du kannst damit eben richtig großartige Formulare erstellen, Multi-Step-Formulare, Quizzes und so weiter. Also das kann man für alles Mögliche verwenden. Sei es jetzt, dass du ein Formular erstellst, um mehr Leute in deine E-Mail-Liste zu bekommen, über Quizzes und so weiter. Du kannst über diese Formulare sozusagen auch eine kreative Form, um eigene Produkte zu vermarkten oder einfach nur ein gutes Anfrageformular, ein Multi-Step-Anfrageformular, wo einige Dinge abgefragt werden.
Also richtig großartig. Und vor allem, es ist auch plattformunabhängig. Du kannst das dann, du bekommst dann so quasi wie den HTML-Code raus und kannst es dann in WordPress überall einbinden. Ganz easy. Auch mit vielen Integrationen, selbst mit einer Stripe-Integration. Also du kannst mit diesem Formular sogar direkt etwas verkaufen, wenn du es mit deinem Stripe-Account verbindest. Also ich denke, für viele wird GoSend Forms sicherlich ein sehr interessanter Deal sein. Ist für 69 Dollar eben erhältlich, kann dann auf bis zu 5 Domains eingesetzt werden, mit 5 GB Online-Speicherplatz. Unlimitiert viele Formulare kann man damit erstellen. Die Webseite ist eben auch verlinkt, da kannst du dir dann auch einige Formulare eben ansehen, die kannst du dir hier live laden sozusagen. Also wie gesagt, also es sieht richtig, richtig gut aus, auch mit so einem Balken und so weiter. Auch für E-Commerce, also zum Beispiel kannst du einen Produktberater damit bauen. Sagen wir mal, du hast eine Webseite, einen richtigen E-Commerce-Store oder auch einen Dropshipping-Store, ist auch völlig egal. Oder selbst für eine Affiliate-Webseite, wo du verschiedene Produkte vorstellst und du möchtest dann hier einen Produktberater einbauen, dann kannst du das eben auch über so eine Form machen. Also ich denke, das ist wirklich für viele Leute interessant, sehr weitläufig einsetzbar, sage ich mal, vom optimierten Kontaktformular bis hin zu E-Commerce, Produktberatern und so weiter. GoSend Forms ist unter dem Video verlinkt. So, last but not least, Radar, ein Deal, der schon ewig auf AppSumo ist und den habe ich schon vor Monaten gesehen, wenn nicht sogar schon Ende letzten Jahres und ich habe ihn einfach nie beachtet. Erstens mal ist es nicht meine große Hauptthematik. Was ist Radar? Radar ist ein Social Media Management Tool. Das heißt, mit dem du mehrere Social Media Plattformen innerhalb von einem Tool verwalten kannst, auch die Beiträge in diesem Tool erstellen kannst und zeitgesteuert freigeben kannst und auch die ganze Konversation von allen Social Media Plattformen hast du in diesem Tool integriert. Also egal, ob dir jemand eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook oder sonst irgendwo schreibt, du kannst in diesem einen Tool eben die ganze Konversation führen, die Inhalte planen, deine Plattformen verbinden und alles aus einem Tool managen. Natürlich auch zusätzlich mit Smartphone-App. Also du kannst auch alles von unterwegs erledigen oder eben ja, im Browser, am Desktop erledigen und so weiter. Und diesen Deal habe ich mir gekauft und ich finde ihn mittlerweile so genial, dass ich zu Radar sogar ein extra Video machen werde. Also ich denke mal, in 1 bis 2 Wochen wird auf diesem Kanal ein Review zu Radar erscheinen, wo ich dann eben auch direkt Einblicke in die Software gebe. Und ich muss dazu sagen, wie ich es ja schon einleitend jetzt gerade bei diesem Deal gesagt habe, es ist zwar eigentlich nicht meine Sache, denn ich bin auf Social Media sonst ja eigentlich nirgendwo wirklich aktiv. Zumindest nicht geschäftlich aktiv. Ich habe nur diesen YouTube-Kanal. Aber das Coole ist, Radar kann noch deutlich mehr als nur diese Standard-Social-Media-Plattformen zu verwalten, sondern du hast eben auch Plattformen integriert, wie zum Beispiel Google My Business, kannst dann auch auf Bewertungen reagieren oder auch die Kommunikation über Google My Business steuern, Google My Business-Beiträge veröffentlichen. Die Standard-Dinge wie Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok und alles Mögliche ist sowieso drinnen, keine Frage. Aber was ich dann auch noch genial finde, es hat so eine Art Markenüberwachung integriert. Das heißt, du kannst zum Beispiel deine Webseite hinzufügen, einen Markennamen hinzufügen und Radar durchforstet dann die ganzen Social-Media-Plattformen, ob es eben Neuigkeiten rund um deine Marke gibt. Also ob jemand anderer etwas über dich gepostet hat oder über deine Brand gepostet hat, über dein Business gepostet hat und sogar auch in Google kann das überwacht werden, ob da ja irgendeine andere Webseite etwas über dich schreibt oder ob es da neue Einträge zu deiner Webseite gibt. Und es gibt sogar, und das habe ich noch nie gesehen in einem ähnlichen Tool, es gibt sogar eine Verbindung zu WordPress. Natürlich würde ich nie Radar nutzen, um irgendwie meine WordPress-Beiträge zu veröffentlichen. Ganz simple Post könnte man sogar direkt eben, wie gesagt, über Radar veröffentlichen. Aber du kannst zum Beispiel auch WordPress-Kommentare und so weiter verwalten. Also wirklich eine coole, coole Sache. Dieses Tool kann tatsächlich einiges mehr. Und ich dachte mir zwar eigentlich nie, dass ich großartigen Social Media Management Tool benötigen würde, aber Radar ist echt, kann einiges mehr als so ein Standard Social Media Management Tool. Und die Programmoberfläche ist noch dazu sehr schön, aber das zeige ich dann in diesem Review, das ich machen werde. Und man kann sich auch eigene Analytics, Widgets und Dashboards selbst zusammenstellen. Also eine richtig, richtig coole Sache. Also von Radar bin ich ziemlich begeistert, würde es auch als den Top-Deal von diesem Monat bezeichnen. Link zu Radar ist unter dem Video. Ach ja, und den Grund, warum ich jetzt doch auf Radar noch gestoßen bin, obwohl ich den Deal eh schon ewig gekannt habe, ist, ich habe mal extra vor ein paar Wochen für ein AppSumo-Video mal recherchiert, was die bestbewertesten Deals und Tools auf AppSumo sind. Und ja, Neuron Writer, das ich vorgestellt habe, gehört auch zu den bestbewertesten Tools. Aber Radar gehörte tatsächlich
zu den am besten bewerteten Tools auf AppSumo. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so gut bewertet ist, dann muss ich es mir einfach mal ansehen. Und jetzt bin ich glücklich drüber. Also ich habe es tatsächlich eben gekauft und nutze es jetzt sogar. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt nicht groß Social Media nutze, aber ich nutze diese Markenüberwachung. Ich nutze es auch für mein Google My Business Account und dass ich da eben die ganze Kommunikation da drin abwickeln kann. Ja, und auch seinen YouTube-Kanal kann man da verbinden, auf Kommentare antworten und so weiter. Also alles das kann man mit Radar machen und vereinfacht es mir schon ein bisschen, spart mir auch ein bisschen Zeit, da ich die ganze Kommunikation jetzt über eine Plattform laufen habe und das natürlich auch mobile am Smartphone natürlich auch machen kann alles. Also eine großartige Sache. Bevor wir zum Ende des Videos kommen, verlinke ich dir auch noch meine Toolbox unter dem Video. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Das ist einfach nur eine Sammlung auf meiner Webseite auf robert-leitinger.com, wo ich einfach mal die Tools zusammengestellt habe, eben kostenlose und kostenpflichtige Tools, die mir dabei geholfen haben, eben ein Online-Business aufzubauen. Da ist alles Mögliche dabei, eben von Social Media Management, SEO-Tools, ganz viel zu WordPress, zu Hosting, E-Mail-Marketing, alles ist da drinnen in der Toolbox. Also die Toolbox ist eben auch unter dem Video verlinkt. Gut, das war's jetzt wieder mit diesem Video. Vielleicht war auch für dich ein interessanter Deal dabei. Schreib gerne einen Kommentar unter das Video, welchen Deal du jetzt wirklich gut findest oder ob du vielleicht einen anderen Deal gefunden hast, den ich unbedingt vorstellen sollte, weil du den genial findest. Alle Links, wie gesagt, unter dem Video, auch zu meiner Toolbox. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!